Der TuS-M Essen war zu Gast in der Emshalle. Ihre Fans waren zahlreich mitgereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen, und sie freuten sich auf das Spiel. Für einen Spieler des TVEs war es ein ganz besonderer Abend. Der 18-jährige Dominik Schnittgücke feierte sein Debüt im Tor. Aber auch seine Mannschaftskollegen waren natürlich heiß, den dritten Heimsieg in Folge einfahren zu können. Die Essener hatten da aber noch ein Wörtchen mitzureden. Kampflos würden sie sich nicht geschlagen geben, auch wenn die Emshalle zur Emshölle werden sollte. Nach dem obligatorischen Handshake ging es dann auch schon los. Die Essener starteten stark. Zwar konnte Emsdetten zunächst nochmal in Führung gehen durch Tobias Revisio, aber diese Führung sollte schon schnell schwinden. Die Offensive des dreimaligen deutschen Meisters sowie die Defensive machten den Grünen das Leben schwer. Zudem war da auch noch die Chancenverwertung. Hier erobert man noch den Ball und kurze Zeit später versäumt man selbst, den Treffer zu erzielen. Dann ist auch noch Pech im Spiel. Der Ball prallt von der Latte ab und im Gegenzug kassiert man hinten wieder viel zu schnell das Gegentor. So konnte es nicht weitergehen. Nach wenigen Minuten war man schon mit 4 Toren hinten. Dies wusste auch Trainer Daniel Kubisch. Er nahm seine Mannschaft beiseite und versuchte, die richtigen Worte zu finden. Nach diesem Team-Timeout schien es dann auch besser zu klappen. Der TVE kam wieder nach vorne und vor allem trafen sie wieder. Treffer wie hier von Johann Koch brachten die Detner wieder näher ran. Hinten schien man auch wieder sicherer zu stehen und vor allem der bärenstarke Tobias Revisio hielt die Detner im Spiel, traf hier zum 7:8 und kurze Zeit später zum 9:8. Wer hätte das gedacht? Der TVE kam nochmal ran. Die Freude währte aber nicht lange. TuS-M schaltete nochmal einen Gang hoch und innerhalb von kürzester Zeit verspielte der TVE ihre Führung und rutschte wieder ab. Essen hatte vorne Erfolg wie hier von der 27 Paul Trodler und hinten wurden Tore verhindert. Dem TVE fiel nichts mehr ein und so endete die erste Halbzeit mit 13:17. Für die Spieler, aber auch für die Fans war es bis dahin noch kein schönes Spiel gewesen. Emsdetten brauchte nun einen guten Plan für den Durchgang 2. Die letzten Instruktionen wurden gegeben und schon konnte es weitergehen. Der TVE tat sich aber weiterhin schwer, konnte den Hebel nicht wirklich umlegen. Zwar gelang das ein oder andere Tor, doch man lief letzten Endes einer 4-5 Tore Führung der Essener hinterher. Zeit für einen Wechsel in der Defensive. Dominik Schnittgöcke bekam seine Chance und durfte ins Tor für Mannschaftskollege Stefan Nippes. Von dort an war das Spiel der Detner wie ausgewechselt. Vorne wurde wieder getroffen und hinten war Verlass auf den Debütanten Dominik Schnittgöcke. Aber auch Tobias Revisio wuchs über sich hinaus. An diesem Abend traf er scheinbar alles. In den folgenden Minuten wiederholte sich das Bild. Hinten hielt Dominik Schnittgöcke überragend. Vorne ließ Revisio der Essener Defensive keine Chance. 5 Tore aufgeholt und immer war noch kein Ende in Sicht. Nun waren natürlich auch die Fans da. Die Emshalle wurde zur Emshölle. TuS-M chancenlos in dieser Phase. So endet es auch verdient, 31:27 für den TVE, und somit haben sie nun den dritten Heimsieg in Folge. Spieler und Fans feierten diesen grandiosen Abend und freuen sich schon auf das nächste Spiel. Wie stark war der Glaube, dass man dieses Spiel heute gewinnen kann? Ja, die waren immer da. Also ich habe auch nicht in der Halbzeit gezweifelt, dass wir das Spiel verlieren, weil ich weiß, was wir kennen. Und ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass es viel um Geduld sein wird. Und denke, dass am Ende hat sich das auch so bestätigt. Also wir haben unser Abwehrsystem geändert und wir haben auch mit Dominik Schnittgücke einfach im Tor einen überragenden Mann heute. Der Junge ist, glaube ich, 18 Jahre alt und er hat das heute fantastisch gemacht. Ich meine, wenn man dann einen Ball hält und das Publikum wirklich mitmacht und einen pusht, dann will man immer weiter den nächsten Ball halten. Und das war so ein Ansporn, da nochmal richtig Gas zu geben. Und dann wollte man natürlich die Punkte auch holen. Wenn man gesehen hat, wir sind rangekommen, wir haben es geschafft, in Führung zu kommen, dann den nächsten Ball holen. Irgendwie mit dem vollen Körper rein und dann, ja, war es ganz gut, glaube ich.
Wie ist es denn dazu gekommen? Ich meine, ist ja jetzt nicht so alltäglich, dass du dann irgendwie gefragt wirst, hier komm mal zu uns. Ja, also ich meine, ich war ja eh schon bei der ersten Herren immer dabei und dann kam heute Mittag der Anruf, dass Nils sich gestern im Training verletzt hat und ob ich mal aushelfen könnte. Dann habe ich gesagt, ja, ich bleibe nachher A-Jugend, wir haben vorher schon mit der A-Jugend gespielt und dann lief das so, ja.